So sieht er aus, der neue Firmensitz der Aviso GmbH in Jena-Lobeda. Geschäftsführer Reinhard Herrmann ist am 11. September mit seinem preisgekrönten Unternehmen von Gera und Kreitz hierher gezogen. Es gibt mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist natürlich der, dass aufgrund dessen, was wir tun, die Nähe zu Jena oder die Integration nach Jena wichtig ist. Wir entwickeln und fertigen Systeme für die Biologie, Life Science Branche, haben viele Projekte mit Universitäten, auch einige hier in Jena. Und da ist natürlich naheliegend, dass wir um die Ecke unseren Partner haben. Ja, es gibt weitere Gründe. Es gibt natürlich den Grund, dass Jena eine frische, energetische Stadt ist, wo es Spaß macht zu leben, zu arbeiten, dass hier, das habe ich jetzt schon erlebt in diesen wenigen Monaten, Netzwerke existieren, die wirklich funktionieren. Vor fast genau einem Jahr wurde der Grundstein gelegt und mit den Bauarbeiten begonnen. Finanziert von der Jenaer Sparkasse ist eine Produktionshalle und ein Forschungs- und Entwicklungsgebäude entstanden. Vom Gewerbegebiet Lobeda Süd war man sofort begeistert. Ich würde es als Filetstück bezeichnen. Also es ist von der Erreichbarkeit her extrem gut. Von der Außendarstellung des Unternehmens, die für uns sehr, sehr wichtig ist durch die Autobahnnähe, auch exzellent. Die 50-köpfige Belegschaft ist zum größten Teil mit umgezogen, da man bei der Aviso auf das Fachpersonal angewiesen ist. Denn gebaut werden hier spezielle Hightech-Laborroboter. Haupteinsatzgebiete sind alle Labors, die mit Zellen arbeiten, wo Zellen isoliert werden müssen und weiterverarbeitet werden sollen. Das sind zum einen die Stammzellbiologie, die forschend aktiv ist. Das heißt, ich kann aus einer Population von Zellen Zellen isolieren und diese weiter kultivieren. Im weiteren Verlauf können diese Zellen dann genetisch charakterisiert werden und dann letztendlich in einen Patienten gegeben werden, um neue Organe zu generieren. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Genau funktioniert der Zellselektor so. Zuerst markiert man den Zellentyp unter dem Mikroskop, der separiert werden soll. Danach nimmt der Roboterarm automatisch alle Zellen dieses Typs einzeln aus der Petrischale auf und legt sie in sterilen Gefäßen ab, von wo sie nun verarbeitet werden können. Sie ist nicht nur auf die Stammzellbiologie beschränkt, sondern wir haben auch Kunden, die bereits analytisch mit dem Gerät arbeiten, also Patientenproben aufnehmen und aus diesen Patientenproben zum Beispiel streuende Krebszellen isolieren, um diese dann genetisch zu charakterisieren und so ja, den Ursachen von Krebs, von streuendem Krebs, von Tumorzellen auf die Spur zu kommen. Diese Branche ist insofern überhaupt nicht betroffen von der Krise, weil da Mittel in Größenordnung weltweit investiert werden. Da geht es um Forschung, da geht es darum, dass Medikamente entstehen mit biologischen Wirkstoffen, die Ihnen, uns allen helfen, gesund zu werden. Die patentierten Technologien haben die Aviso zu einer festen Größe in der Life Science Branche gemacht. Wirtschaft und Handwerk TV wünscht viel Erfolg am neuen Standort.